Hey Leute, willkommen bei Part 124 von Let's Play Mass Effect Andromeda. Sorry Leute, dieser Part kommt heute etwas später, denn ja, es gab viel Arbeit in der Arbeit. Aber was soll ich sagen, meine Hoffnung ist, dass wir jetzt Wochenende haben und dass die Osterfeiertage ja schon, ich nenne es jetzt mal, in Sichtweite sind, ja, noch eine Woche. Und das heißt, wir lassen uns die Stimmung nicht vermiesen und genießen diesen wundervollen Part hoffentlich in vollen Zügen, indem wir uns ein bisschen auf der Tempest rumtreiben. Wir sollen ja unsere E-Mails lesen. Nachricht von Axul an Ryder von Jol. Ryder, ich habe eine Nachricht von Axul erhalten. Ich leite sie in den Meetingraum weiter. Sie sollten sie sich ansehen. Jol. Okay. Bestätigen wir, Jol. Wir reden trotzdem jetzt erstmal mit ein paar unserer Kollegen. Fangen wir mit Suvi an. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ryder. Suvi. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ich würde sagen, Suvi haben wir leer geredet. Callow, hast du uns noch was zu sagen? Einfach mal so, Smalltalk-mäßig. Verdammt nochmal! Sie können doch nicht einfach die Arbeit von 10 Stunden ruinieren! Ich musste es tun. Ihre Umgestaltung kann zu ungleichmäßiger Energieverteilung auf den Decks führen. Ein Problem, das wir damals zu Hause schon gelöst hatten. Aber die Effizienz hat sich verdoppelt. Nur weil es nicht zu Ihren heiligen Spezifikationen passt. Jetzt schon. Wie sagen Sie immer so schön? Finden Sie sich damit ab. Callow. Ich weiß, aber lassen Sie sich hiervon bitte nicht ablenken. Ja, aber ich muss dem Gil in Richtung Gil jetzt sagen, ja. Du knallst dem Callow auch immer irgendwelche Tatsachen hin und er hat sich dann damit abzufinden. Geschieht dir mal ganz recht. So, gucken wir uns doch mal auch hier um Ausstattungsstation. Ich glaube, hier war ich zwar schon, aber noch nicht oft. Einfach mal ein bisschen umgucken. So, dann schauen wir doch mal. Ist Peeby zu Hause? Peeby ist nicht zu Hause, aber Pock ist zu Hause. Ich stehe noch Alpier zur Verfügung, Pathfinder. Danke. Okay, Pock. Ist das ihre Schlaf? Was auch immer. Ja, sieht so aus. Okay. Vielleicht ist Peeby ja... Peeby, da ist sie. Und auch... Liam? Ich dachte, Liam ist auch da. Vetra ist natürlich da. ALP. Machen wir mal ALP, wenn uns Sam schon so darauf hinweist. Oh, 3 Belohnungen einsammeln, aber sowas von alle einsammeln. Und 2 Kryo-Kapselpunkte. Okay. Verbesserte Entwicklung. Erhöht die erhaltenen Forschungsdaten aus allen Quellen um weitere 10%. Verteidigungsputzjacke soll erhalten, die regelmäßig organische Materialien. Tech-Materialien. Ohren auf dem Boden. Ah, Abschlingung, Apex-Mission. Nachdem wir ja keine Apex-Missionen machen, machen wir mal die Tech-Materialien und Handelspots. Was haben wir hier? Verdienen Sie sich zusätzliche Investitionen in regelmäßigen Abschlingen? Große Mengen Credits. Ja, das klingt gut. Das machen wir auch. Gut, Leute, dann reden wir mal mit Peeby. Hi. Ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar. Was gibt's? Ich lasse Sie dann mal in Ruhe. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. So, ist denn Cora da? Wenn die Tür offen ist, dann ist sie wahrscheinlich nicht da. Nein. Ist Jol da? Wenn die Tür offen ist, ist Jol wahrscheinlich nicht da. Nein. Dann reden wir noch mit Vetra, bevor wir hinaufgehen zu der Com-Einheit. Kedera rettet mir echt das Leben. Ich habe ein paar Leuten einige Dinge versprochen, von denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie wirklich auftreiben kann. Aber wie sich rausgestellt hat, kriege ich sie alle auf Kedera. Schon komisch, wie sich manche Dinge entwickeln. Ist das legal? Wir alle müssen irgendwie überleben. Ich bin einfach nur erleichtert, dass sie da draußen ohne die Unterstützung der Nexus überlebt haben. Es war hart, die Leute von Bord zu werfen. Aber die Anführer der Nexus waren verzweifelt. Sie hatten keine große Wahl. Es hieß, entweder ein paar Leute zu verlieren oder alles.
Alles klar, ich lasse Sie dann mal wieder in Ruhe. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja, aktuell schon. So, dann... die Tür ist wieder zu. Dann gehen wir jetzt mal geschwind zur Com-Einheit. Die VidCon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Alles klar, dann reden wir mal. Dann schauen wir uns mal die Nachricht von Axul an. Axul, Jaul in den Meetingraum rufen, um über Axuls Nachricht zu sprechen. Jaul, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Jaul Amadarav, Sie waren schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einem Fremden anstatt Ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen Ihrer Familie zu tragen. Was für ein... Ich wollte Sie nicht mit reinziehen. Tut mir leid. Es war nicht meine Absicht, meine Feinde auch zu Ihren zu machen. Das ist nicht das erste Mal, dass er so etwas zu mir sagt. Während unserer Studienzeit ließ die Moschei uns zusammenarbeiten. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen. Sie müssen vorsichtig sein. Er ist neidisch auf Sie. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Sie müssen vorsichtig sein. Zugegeben, ich muss noch viel über die Angara lernen. Aber für mich klang das nicht, als ginge es hier nur um eine Rivalität aus Jugendzeiten. Er ist zu klug, um mich offen anzugreifen. Axul will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Nächster Schritt, warten, bis Axul seinen nächsten Zug macht. Ja, dann warten wir mal. Gut, und währenddessen, was ist denn eigentlich das? Ein Display. Und eine sehr interessante Leselampe. Mit Birne gleich drin. Hey, cool gemacht. Ja. Hier schauen wir mal kurz auf die Seiten. Was ist denn das? Was für eine Seitengondel der Tempest? Gut. Dann werden wir mal weitergehen. So, wen haben wir hier? Hier haben wir Gil und hier haben wir Drac. Na, das sind unsere nächsten Gesprächsopfer. Gil. Hey, Ryder, was gibt's? Hey, Gil, wir unterhalten uns später. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Es war vor allem schön, weil es sehr kurz war. So kurzweilig. Wenn die Türen offen sind, dann ist Gil vermutlich nicht darin. Genau. Drac. Hey! Kriegsgeschichten? Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pinejack am Arsch? Ihr weitere Kampftipps? Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Älteste. Die sollten Sie auf Abstand halten. Lassen Sie sich auf keinen Fall in Ihren Kraftfeldern einfangen. Am besten zerstören Sie einfach diese kleine Kugel und schießen ihnen in den Kopf. Fall erledigt. Alles klar. Ich möchte Sie etwas anderes fragen. Wir reden später weiter. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Super klar. So, hier haben wir alle besprochen. Unten, uiuiuiui, da ist Cora, Jaul, Liam, Lexi und Sam. Die machen wir der Reihe nach. Okay. Da ist sie, unsere Angebetete. Hallo, Cora. Ryder? Na okay. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns später, Cora. Passen Sie auf sich auf. Gut, dann passen wir mal. So, gehen wir mal als erstes zu Lexi. Zwar auch nicht, dass die was zu besprechen hat mit uns. Ryder. Man sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Also Leute, ich muss gestehen, die meisten Gespräche, die wir hier führen... Gesichtsrekonstruktionsanlage. Respektstation.
verlaufen jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ja, die Gespräche. Was ist das? Investieren Sie Credits, um Ryders Fähigkeiten zurückzusetzen. Bei jeder weiteren Nutzung von der Respec-Station steigen die Kosten. Ah, da können wir Punkte neu vergeben. Gesichtsrekonstruktionsanlage. Können wir da unser Gesicht verändern? Ah, okay. Charakteranpassung. Sie sind momentan offline, können die Charakterdaten weder importieren noch exportieren. Wollen wir auch nicht. Nee, wir lassen ihn so. Beenden. Ui, das war ein langer Ladescreen, Leute. So, dann aber mal zu Jarl und Liam. Erinnert mich an meine Mutter. Ist sie auch das Herz ihrer Gemeinschaft? Sie musste sich nie gegen eine Phalanx von Cat behaupten. Aber sie hat es mit mir ausgehalten. Ziemlich heldenhaft. Sie sind ein Idiot. Okay, Crewboard-Info. Okay, Heißklebepistole, das hat man schon. Dann reden wir mit Jarl. Meine Berichte von Aphra über Axul sind beunruhigend. Ich verstehe nicht, wie es den Roker gelingt, so viele zu rekrutieren. Ich muss gehen. Bis später, Jarl. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Wenigstens hat er da mal ein bisschen was geredet. So, Liam. Ich warte nur auf dieses Panzerungsakquise-Projekt. Kein Stress. Auf Wiedersehen. Reden wir später weiter. Alles klar. Okay, dann haben wir, glaube ich, hier noch Sam, oder? Jawohl. Halt viel zu weit gerannt. Wo ist denn eigentlich unser Nagetier? Das müsste doch jetzt hier irgendwo sein, oder? Hier ist er. Untersuchen, Haustier. Okay. Sehr unspektakulär. Sam. Hallo, Scott. Hallo, Sam. Wie sieht's denn mit deinem Humor aus? Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Was ist grün und hat rote Zehennägel? Keine Ahnung. Was ist grün und hat rote Zehennägel, Sam? Ein Kroganer, der sich als Kirschbaum verkleidet. Okay, abmelden. Danke, Sam. Das genügt. Immerhin, Sam übt eifrig. Das muss man ja anerkennen. So, dann würde ich aber sagen, Leute, wir suchen uns jetzt eine weitere Mission raus. Was wir als nächstes tun wollen. Weil hier müssen wir jetzt warten, bis Axu seinen nächsten fatalen Schritt unternimmt. Okay, kenne deinen Feind. Warten. Jetzt kommen natürlich die neuen Missionen ins Spiel. Das machen wir. Wir werden den ZK-Tracker im Null-System untersuchen. Um den Addison uns gebeten hat. Genau, wir müssen ja die Wissenschaftlerin aufspüren. Das machen wir. Klettern mal hoch. Jawohl. Und los geht's. So. Gibt es einen Haufen Mineralien hier? Hier sind auch ein Haufen Missionen. Nein, also wir werden zu einem anderen Zeitpunkt zu EOS zurückkehren. Okay, wo fliegen wir jetzt das nächste hin? Ins Null-System, da oben ist das. Die kleinen Dinge zählen. Volt. In der Nähe von Volt ist das. Sehe ich doch schon was, oder? Wir wurden gerade von einem weiteren dieser ZK-Tracker angepingt. Versuchen wir nah genug ranzukommen, um ein paar Daten zu erhalten. Wird gemacht. Da ist er. Bevor sich wieder die kleinen Dinge ziehen. Dieser Tracker. Er scheint aktiv zu sein. Okay, gehen Sie es behutsam an. Wir brauchen eine Ursprungsposition.
Genau, bevor er sich zerstört. Mann, diese Selbstzerstörungsmechanismen sind aber auch empfindlich. Einen Moment. Ich versuche, ein Vorhersagemodell auf dieses Fragment anzuwenden. Na bitte, ein gemeinsamer Vektor. Er könnte uns zu einer Ursprungsposition führen. Gute Arbeit. Machen wir uns auf den Weg. Ausgezeichnet, Suvi. Für Forschungsdaten. Okay. Raus aus diesem System. Wo müssen wir hin? Ah, hierhin. Nalesh. Fliegen wir nach Nalesh. Den Ursprung des Signals im Nalesh-System finden. Macht Sinn. Jawohl, und zwar wo? Ah, hier außen. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Oh, diesmal ein Raumschiff-Wrack. Ah, da ist aber noch was. Da ist noch etwas. Sonde unterwegs. Ah. Anomalie gefunden. Okay, wir fliegen aber als erstes mal zum Raumschiff-Wrack. Da, Ryder. An diesem Nav-Punkt sollen die drei Säbel ein Versorgungsschiff angegriffen haben. Die Scans zeigen eine einzigartige Strahlungssignatur. Ich glaube, ihr Antrieb verliert E-Zero. Führt die Spur irgendwo hin? Ich kann nur eine grobe Richtung ausmachen. Wenn wir die anderen Positionen scannen, müssten wir das Gebiet allerdings eingrenzen können. Okay, das ist eine andere Mission. Okay, viele Dinge bekommen wir hier. Dann gehen wir mal wieder raus. Vielleicht machen wir das dann als nächstes. So, und hier jetzt zum nächsten Set Card Tracker. Ich bin gespannt, wie viele da noch rumschwirren. Pathfinder, auf exakt diesen Nav-Punkt haben die Daten der Z-Card Tracker hingedeutet. Richtig, Addisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt, das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment! Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung und... Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Kapp die Verbindung! Sie besitzen gestohlenes Eigentum. Warten Sie, ich bin ein Pathfinder. Hört das denn nie auf? Ich bin der Pathfinder! Der Pathfinder? Es ist also doch noch einer aufgetaucht? Halt die Klappe, Harlan. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Addison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja, das neue Leben in den Außenposten. Zeig es ihnen, Harlan. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet? Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger. Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie ist. Sie sind die Erste in Andromeda. Wie konnte das geschehen? Ich finde die Frage etwas... beide hier. Ich sag mal das hier. Chemische Blocker waren im Kryoschlaf Standard. Wir sollten sie eigentlich erst aufheben, wenn sich die Lage hier stabilisiert hat. Und wann sollte das sein? Alles ist schiefgelaufen und die Nexus hatte keinen Plan. Sie gehören zu Addison? Tja, sie hat sich auf Tans Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes, als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Harle und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im 8. Plus minus ein paar Tage. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab.
haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Edison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. Diese Fragen, Leute, werden wir aber per Telefonie sozusagen klären im nächsten Part von Let's Play Mass Effect Andromeda. Bis dahin, ciao!